Tag zusammen und es gibt noch eine Lampe zu testen und zwar die Flash Mount LED Ceiling Light. Ja, wie wird sie geliefert? In einem schlichten No-Name-Karton. Es gibt eine kleine Anleitung zur Montage. Da steht nicht viel drauf, außer schraub es doch einfach mal an. Eine Listerklemme ist rudimentär dabei. Muss man halt selber verschrauben. Bei manchen sind halt diese Schnellklemmen dabei. Und was haben wir hier noch? Fernbedienung 2,4G, also ist eine 2,4 GHz Remote Control. Steht in Englisch, tja, man kann es mit Mühe und Not verstehen. Hier geht es im Endeffekt darum, wie man diese Fernbedienung koppelt und entkoppelt. Zum Koppeln, hier muss man irgendwie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start den On-Knopf drücken. Zum Entkoppeln, tja, muss man die Lampe wohl irgendwie vom Strom nehmen, an, aus und dann auch ein paar Sekunden, 5 Sekunden glaube ich, die On-Taste drücken, habe ich jetzt nicht versucht. Aber gut, Licht kommt gleich. Tja, hier hinten gibt es nicht viel zu sehen. Da sind die Anschlusskabel. Die Lampe ist tatsächlich sehr stabil gemacht, wie man hört. Also vollmassiv und kein Kunststoffdeckel. Montiert wird das Ganze hier über diesen Montagerahmen. Und jetzt gucken wir uns das Licht mal an. Also es ist durchaus sehr hell. Was haben wir hier? On, off. Wir können sie dimmen. Jetzt geht's ins Kaltweiße. Flimmern tut es nicht. Ich hatte gerade eine Lampe, die im Endeffekt im Blaubereich angefangen hat zu flimmern. Das war nicht so cool. Dimmen. Und dann kann man hier noch ein Nachtlicht einstellen. Oh, okay, andere Lichtfarbe. Einmal durchschalten durch die Farbtemperaturen. Dieses S-Light, das ist für ja, so ein Seitenlicht, was die Lampe nicht hat. Das ist eine Zusatzfunktion, die ist nicht belegt, da passiert nichts. Und hier ist ein Timer, den man ja, einmal drücken 30 Minuten, zweimal drücken 60 Minuten und deaktivieren, wenn man die On-Taste drückt. Tja, mehr gibt es zu der Lampe auch nicht zu sagen. Ist hier noch ein Fernbedienungshalter mit dabei gewesen? Leider nein. Also von daher war es das dann auch schon mit dem Review. Also insgesamt, ja, sie macht ein gutes Licht. Sie scheint flimmerfrei zu sein. Ist stabil gemacht. Ob einem jetzt die Optik zusagt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ich denke mal so als Standard-Bürolampe oder wo auch immer im Flur tut sie auf jeden Fall ihren Dienst. Alles soweit in Ordnung. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch einen schönen Abend.